glaube ich, für Basketball ein unbeschriebenes Blatt. Das ja innerhalb kürzester Zeit geschafft, eine Marke zu generieren. Wie ist die Idee entstanden? So? Ja, also erstmal, Hamburg ist sicherlich nicht der traditionellste Basketballstandort Deutschlands, das ist auf jeden Fall. Aber es gab eine große Basketball-Community hier, also eine große Gemeinschaft, die im Jugendbereich, im Jungs- und Mädchenbereich schon seit vielen, vielen Jahren, also viele Vereine, sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben, bis nach Wedel raus. Wedel ist so eine kleine Basketball-Hochburg im Westen von Hamburg, BC Hamburg, in Bergedorf ist sehr viel passiert. Aber Profi-Basketball gab es eigentlich, ich glaube, vor 15 Jahren irgendwie das letzte Mal. Genau, BCJ war es damals. Es war sehr, sehr kurz leider, nur ein, zwei Jahre. Sehr, sehr schnell die es geschafft, hochzukommen und waren dann aber auch sehr schnell wieder weg leider. Das war ein bisschen schade, hat auch ein bisschen sozusagen ja, die Erde verbrannt so für Basketball, weil das einfach nicht so positiv vor allem am Ende war. Das war ein bisschen schade, weil viele Leute da so ein bisschen die Sportart da vielleicht irgendwie so falsch erlebt haben oder ne, das Business dahinter zumindest. Und davor ist es ewig her, dass Hamburg in der ersten Liga Basketball gespielt hat. Also wirklich keine große Basketballtradition, was den Profisport betrifft. Ja, aber wir haben uns das halt damals zum Ziel gemacht. Das fing schon, ich glaube 2006 haben wir den Verein Sport ohne Grenzen gegründet und da war damals schon immer der Wunsch so von, da waren auch einige Freunde von mir, waren damals auch also ehemalige Profi-Basketballer und Leute, die halt ihr Leben am Basketball gespielt haben und von allen war neben dem Sozialen, das wir gerne gemacht haben, aber auch immer der Wunsch, ah, wäre schon mal toll, wenn wir es irgendwie hinkriegen, vielleicht mal irgendwann sogar eine Erstligamannschaft nach Hamburg zu bekommen. Aber da gab es halt noch keine Halle, keine Marke, kein Nichts. Und das waren eigentlich auch die größten Punkte, dass wir gesagt haben, es gibt drei Punkte, die wir hinkriegen müssen. Einmal, wir brauchen eine eigene Halle, wir werden eine Infrastruktur brauchen, weil du kannst nicht in der Schulsporthalle das hinkriegen oder eine Halle, wo du halt nicht jedes Mal rein kannst, wenn du es musst. Wir müssen eine Marke aufbauen, auf die sich alle anderen Vereine Hamburgs Basketball auch ein bisschen einlassen können und sagen, okay, das ist dann halt unsere ne, im Profisport oder Bundesliga, erste, zweite Bundesliga-Mannschaft. Und wir müssen diese Vereine, die dort im Jugendbereich und im bis Regionalliga-Bereich ja aktiv waren, wir müssen es hinkriegen, dass da mehr Zusammenarbeit ist. Dass diese Vereine nicht so sehr ellbogenmäßig so immer, ist mein Mitglied und ich möchte den haben und wenn ich ein Talent habe, muss der bei mir im Verein spielen und nicht, wo er eigentlich spielen müsste. Also dort ein Versuchen zu Kooperation aufzubauen, so einen gemeinsamen Nenner zu finden, ein bisschen die Kräfte zu bündeln, weil nur dann, wenn wir es schaffen, auch in der zweiten Liga anzukommen, in der ersten Liga anzukommen. Und für uns war der erste Schritt damals, diese Jugend-Bundesliga-Mannschaften, die Piraten Hamburg, zu gründen. Und da haben sich dann einige Vereine wie der SCRS Wedel, wie BC Hamburg, das ehemalige BC Orneum, darauf eingelassen, dass wir gemeinsam versuchen zu gucken, was können wir mit den Talenten machen. Ne? Nicht der spielt jetzt bei BCH oder bei SCRS Wedel, sondern er spielt bei dem Verein, der für seine Entwicklung, um Profi zu werden, der Beste ist. Ja, dass das im Vordergrund steht und nicht die Vereinszugehörigkeit, die Marke dort. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, der Anfang mit den Piraten. Natürlich fanden das auch nicht alle nur toll, aber wir haben uns da, glaube ich, ganz gut durchgesetzt. Ja, ihr habt ja auch da, soweit ich weiß, es ist mit Akpina, der ist ja jetzt Nationalspieler, der ist auch aus den Piraten hervorgegangen. Ja, er ist das perfekte Beispiel dafür, dass genau das passiert ist damals. Wir saßen zusammen mit seinem Trainer an, also die Trainer aus vom BCH, Andi Niehaus vor allen Dingen, großer Unterstützer des Projekts und den Verantwortlichen im Wedel am Tisch und haben gesagt, okay, da haben wir jetzt ein Riesentalent. Das ist ein BCH-Spieler, also der BCH war damals aber, glaube ich, in der Regionalliga gespielt oder sogar Oberliga, weiß ich gar nicht genau, zweite Regionalliga. Und Wedel hatte halt diese Pro-B-Lizenz schon und wir haben gesagt, wir müssen ihn so schnell wie möglich ans höchste Niveau ranführen. Und da kann es jetzt nicht sein, er muss bei BCH spielen, sondern er muss da spielen, wo er am meisten gefördert wird. Wenn das Pro-B noch zu viel ist, die zweite Liga zu viel, muss er auch die Möglichkeit haben, in der Regionalliga vielleicht dann eine größere Rolle zu haben und nur mitzutrainieren. Und er ist natürlich der ist am besten personalisiert, wenn es gut läuft. Ne? Er hat das wirklich geschafft. Er ist jetzt der Point Guard, der Starting Point Guard der A-Nationalmannschaft. Er ist Anfang 20 und ich glaube schon, dass wir alle und unser Teil dazu beigetragen haben, dass wir halt nicht geguckt haben, so, das ist meiner, sondern was ist eigentlich für ihn am besten. Wirklich den Spieler in den Vordergrund gestellt haben und die Entwicklung des Spielers in den Vordergrund gestellt haben und nicht die Befindlichkeiten der Vereine oder die
15 Euro Monatsbeitrag im Verein, der dann im Vordergrund stehen sollte, sondern das haben wir da das erste Mal probiert. Das war genau die Idee, dass wir uns da als Plattform angeboten haben, den Verein, und haben dadurch, glaube ich, auch durch Spieler wie ihn auch das Vertrauen der Vereine gewonnen, dass uns das wirklich wichtig ist, ne? Die Entwicklung der Spieler, und uns nicht wichtig ist, dass irgendeiner ein deutscher Meister wird in irgendwelchen Jugendmannschaften, sondern dass wir beweisen wollen, ne? Es gibt genug Talente in Hamburg, die das ganz nach oben schaffen können, und er ist natürlich der, auch wie Lucio Linde, es gibt einige Spieler, die das jetzt in den letzten Jahren glücklicherweise dann geschafft haben, sehr, sehr schnell auch in den Profisport zu kommen. Und das war unser Ziel, Hamburger Jungs die Chance zu geben, Profi-Basketballer zu werden. Ja, mit René Kitzeker ist ja bei den Towers jetzt jemand, und Julius Hollatz. Justus, ja, genau. Justus ist jetzt in dieser Saison dazugekommen. Hat auch in dem ersten Spiel, was ich gesehen habe, ordentlich Spielzeit bekommen schon, ne, mit 17. Ja, er ist sehr jung, ist ein Riesentalent, das jetzt gerade sich sehr gut anstellt und eine sehr, sehr... gute Entwicklung genommen, gerade im letzten Jahr, hat einen Riesensprung gemacht im letzten Jahr. Und wenn man jetzt mal guckt, Ismet Akbinder ist Jahrgang 95, Justus ist 2001er, glaube ich. Da sind 6 Jahre zwischen, also es ist, das ist eine Menge. Eine Entwicklung von Jugendspielern ist halt etwas, das dauert manchmal Jahre. Wir hatten im letzten Jahr auch so ein kleines Loch. Wir haben mit Lenny Larisch und Luz Olinde, die so 97, 98er Jahrgang waren, mit Jungs, glaube ich, sehr, sehr gut gearbeitet, die beide jetzt in der Bundesliga spielen, die wir natürlich auch gerne hier behalten hätten, dass sie bei uns spielen. Als die weggegangen sind, war aber erstmal so, dass dann ja nicht sofort der nächste bereitsteht, der auch noch in Bundesliga oder Luz, der ja schon NBA-Draft-Niveau ist, sondern es dauert dann wieder 1-2 Jahre. Es hat wieder ein bisschen gedauert. Bis der nächste Spieler oder die Spieler sich entwickeln, dass sie diesen Sprung, das ist ein Riesensprung, schaffen. Also Jugendarbeit funktioniert nicht einfach so, da ist der nächste, also wir sind jetzt nicht irgendwie ein Verein, der dann da 10, das ist nicht so, sondern das dauert manchmal wieder 1-2 Jahre, bis es sich die nächste Generation sozusagen so gut entwickelt hat, dass wir glauben, sie können diese Aufgabe übernehmen. Und Justus ist ein Riesentalent auf jeden Fall, aber auch er muss noch einige Jahre sehr, sehr hart arbeiten, damit er den Sprung zum richtigen Profisportler schaffen kann. Aber er ist motiviert und talentiert, und wir hoffen, dass er und auch die Jungs, die da jetzt auch noch mit drin sind, andere Jungs, die 2002er sind, wir gucken schon an, ein paar Spieler sind 2003, 2004, von denen wir glauben, dass sie in 3-4 Jahren an dieser Stelle sein können. Also Jugendarbeit ist wirklich sehr, sehr, sehr langfristig geplant. Das ist nichts, was jetzt irgendwie schnell mal funktioniert. Geht ja da teilweise auch um andere Ziele, ne? Ihr habt ja den Verein Sport ohne Grenzen gegründet, nicht ohne Grund, wahrscheinlich auch mit einem sozialen Hintergrund. Und ich denke auch, wenn man sich jetzt so die Welt ansieht, ist Sport und Musik sind so eigentlich für mich so die Bereiche, wo man mehr das Verbindende finden kann. Ja, ich glaube, es ist der einfachste Einstieg eigentlich. So, wenn man jetzt einfach nur mal denkt, jetzt muss man ja gar nicht gleich aus Afghanistan nach Deutschland kommen, es kann ja auch einfach sein, dass ich von Hamburg nach Köln ziehe, dann ist für mich, um sozialen Anschluss zu finden, sozialen Kontakt zu finden, für mich persönlich der erste Schritt, ich gehe in den Sportverein. Ich gucke erstmal, wo ist eine Sportmannschaft, ich gehe da mal hin, gehe beim Training. In der Regel ist beim Sport, Leute empfangen dich mit offenen Armen so und sagen, ja, komm, mach mal mit hier irgendwie und zeig, ob du gut genug bist. Klar, musst du das Niveau finden, wo du hingehörst. Aber es ist sehr leicht, Zugang zu finden zur Gesellschaft, zum sozialen Umfeld durch Sport. Und ich glaube, Musik ist genauso, dass es sowas ist, wo man sehr, sehr schnell über die gemeinsame Leidenschaft dann Kontakt findet zu anderen Leuten, die im sozialen Umfeld dort leben und aktiv sind, und dadurch natürlich wieder neue Leute kennenlernst und halt ankommst irgendwo. Das lässt sich natürlich aber auch auf Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Wenn jemand aus einem anderen Land herkommt, so ist sicherlich Sport ein super, super Mittel, weil die Sprachbarriere erstmal nicht so da ist. Sprache ist natürlich der wichtigste Schritt in der Kommunikation miteinander, aber im Sport mal, ne, den hier zu machen irgendwie, so, da brauchen wir nicht eine Sprache sprechen. Ich weiß, du bist zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, ne, und mir einen guten Pass gespielt oder ein tolles Tor geschossen irgendwie so. Da gibt es dann schon sehr leicht nonverbale sozusagen Möglichkeiten, Kontakt zueinander aufzubauen und dadurch natürlich auch wieder schneller Kontakt in einer Gemeinschaft zu finden. So, also Sport und auch Musik, Kunst, überall im Ganzen, hat da natürlich ein Riesenpotenzial. Und ja, das stimmt, Sport ohne Grenzen
der Zweck des Vereins ist Vermittlung von sozialen Fähigkeiten durch Sport. Also Sport treiben, aber auch die Vermittlung von sozialen Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, wie ja, miteinander spielen, gewinnen, verlieren, das lehrt, glaube ich, sehr, sehr viel. Lehrt sehr, sehr viel, dass Menschen brauchen, um in einer Gesellschaft klarzukommen, auch dann im Berufs- und im Privatleben. Und das war von Anfang an unser Ziel. Der Sport, der Leistungssport war für uns immer so ein bisschen der Deckel auf der Sozialarbeit, weil wir gerade im Jugendbereich gemerkt haben, wir können junge Jungs und Mädchen zwischen 12 und 16 halt sehr gut damit locken, dass es eine Leistungsmannschaft gibt. Eine Hamburg, die Piraten Hamburg ist eine Bundesligamannschaft. Ja, du kannst mal in der Bundesliga für Hamburg spielen. Ja, das kannst du schaffen. Wir reden gar nicht über Profi Bayern München gleich, aber ein realistischer Schritt ist es, dass du für eine Hamburger Bundesligamannschaft Basketball spielst. Wenn du jetzt 2-3 Jahre regelmäßig trainierst, kannst du das realistisch schaffen. René Kinzeka war vor 3 Jahren in derselben Schule wie du, in der Klasse. Das ist ein ganz normaler Mensch, genau wie du. Der hat das geschafft, du kannst es auch schaffen. Also es ist ein realistisches Ziel gewesen, das wir den Kids gegeben haben, den Deckel, um sie zu motivieren, Sport zu treiben. Was natürlich klar ist, dass im Leistungs-, etwas elitären und leistungsgetriebenen wie dem Sport, du nur da spielen wirst, wenn du auch gut genug bist. Und sehr, sehr viele sind nicht gut genug und schaffen es nicht. Wenn die aber 2-3 Jahre, 4 Jahre im Leistungssport unterwegs gewesen sind, haben sie ganz sicherlich eine gewisse Disziplin gelernt, eine Disziplin im Sinne von pünktlich irgendwo zu sein, weil es ist eine Mannschaft. Ich muss ja halt um 5 da sein, wenn Training um 5 ist. Ich muss akzeptieren, dass wir verlieren. Ich kann akzeptieren, dass wir gewinnen, darf aber auch nicht so schlecht mit Gewinn umgehen, dass die alle nicht mit mir spielen wollen nächstes Mal wieder. Also es gibt, glaube ich, viel zwischenmenschlich, das sie in den Jahren gelernt haben, und wir haben halt gehofft, dass der, wenn sie den Transfer schaffen, auch das ein Gewinn für sie ist. Auch wenn sie es nicht geschafft haben, in die Profimannschaft zu kommen oder in die Bundesligamannschaft zu kommen, dass sie trotzdem was für ihr Leben mitnehmen können, wenn sie Leistungssport oder Sport getrieben haben, also fokussiert Sport getrieben haben. Was wir auf jeden Fall gemerkt haben, ist, dass die Konzentrationsfähigkeit bei den Spielern. Wir haben ja so ein bisschen dann am Anfang gedacht, ah ja, die Eltern sind bestimmt irgendwie so, ja, du trainierst so viel und die Schule wird schlechter. Bei 95, wirklich über 90% der Jungs sind die Noten besser geworden, obwohl sie sehr, sehr, sehr viel und intensiv trainiert haben, weil sie einfach gelernt haben, sich besser zu konzentrieren, auch durch das Training, weil wir schon sehr fordernd sind, ja, und sie den Transfer geschafft haben und auch den Druck hatten, ja, wenn du in der Schule nicht gut genug bist, darfst du nicht spielen. Du musst also in den 45 Minuten oder 90 Minuten im Unterricht lieber dein Bestes geben, genauso wie hier in den 1,5 Stunden Training, weil sonst, wenn das nicht reicht, kannst du halt nicht mehr bei uns spielen. Und also die Kombination vom Sport und Vermittlung von sozialen Fähigkeiten funktioniert aus unserer Sicht sehr, sehr gut. Und das Mittel Leistungssport, auch Profimannschaft, Towers, Marke, das finden die Kids cool, damit wollen sie sich in Verbindung setzen, hat sehr gut funktioniert, um erstmal den ersten Schritt, die Offenheit der Kinder zu erreichen. Dafür ist dann ja auch die Kooperationen sind dann ja auch dann gut, dass sich jeder trotzdem irgendwie aufgehoben fühlt und man trotzdem mit den Towers jetzt ehrgeizige Ziele verfolgen kann. Ne? Als ihr die Towers ins Leben gerufen habt, da war hier diese Blumenhalle leer von der Gartenschau. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr daraus eine Basketballhalle machen konntet? Also das war nicht zufällig. Ja. Der Plan ist schon weit vor Baubeginn der Blumenhalle entstanden. Da war eigentlich ein bisschen eher so ein bisschen, man nennt es dann jetzt heute Stadtteilentwicklung oder Stadtentwicklungsprojekt, der Gedanke dahinter. Ich bin selber Wilhelmsburger, ich komme hierher, ich kenne die, ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich kenne den Stadtteil und auch das Image des Stadtteils, den dann Hamburg hat. Und mit der IGS war eine Chance für uns, wir hatten ja vorhin gesagt, dass wir unbedingt eine eigene Halle haben wollten. Ne? Also eine Halle, wir hatten an eine Lagerhalle mit 2 Containern gedacht und nicht eine 3.500 Mann-Halle. Das war jetzt nicht so verwegen, waren wir nicht, sondern irgendwie können wir den einfachsten Weg, eine Halle, eine eigene Heimat finden, wo wir mal an einem Ort unsere Sozialarbeit, die wir ja schon angefangen hatten, stattfinden lassen und nicht immer dezentral in verschiedene Stadtteile gehen, was toll war, aber was aus unserer Sicht nicht richtig nachhaltig ist, wenn du immer nur woanders, sondern wir wollten eine Heimat und dafür sorgen, dass die Menschen zu uns kommen können, ja, und einen Ort gibt, an dem wir das machen können. Und da war für uns als zweiter Faktor noch so ein bisschen, und für mich natürlich besonders, die Idee, es gab sehr viel Kritik mit der IBA und der IGS von Menschen auch, weil hier sehr viel Geld nach Wilhelmsburg geflossen ist und viel gebaut wurde und das auch dazu geführt hat, dass natürlich in bestimmten Bereichen auch Mieten gestiegen sind und auf einmal
ja, Menschen sich Wohnraum noch leisten konnten, die ja, eine andere Fähigkeit hatten, was zu bezahlen, als manche Menschen, die hier waren. Das war also ein Problem oder eine Aufgabenstellung. Und wir wollten gerne zwei Sachen. Einmal dazu beitragen, dass die IGS und IBA da etwas passiert, was den Menschen hilft, ist aber nicht gleichzeitig ihre Lebensumstände verteuert sozusagen. Und wir wollten halt diese Profimannschaft. Und wir haben denen dann gesagt, so ja, es wäre doch ganz toll, sind da hingegangen mit einem One-Pager sozusagen zur Geschäftsführung, einfach geklopft, hier, wir haben eine tolle Idee, dass wir gerne eine Profimannschaft, wir wollen, das Ziel war es, eine Profimannschaft nach Wilhelmsburg zu bekommen, weil viele Wilhelmsburger, wenn sie in Hamburg unterwegs sind, das Problem haben, dass man eher eine etwas negative Reaktion kriegt, wenn man erzählt, das ist Wilhelmsburg und eine, oh ja, Wilhelmsburg, ist das doch schlimm, und wir wollten halt einfach dafür sorgen, dass vielleicht eines Tages Wilhelmsburger nach Eppendorf fahren und sagen, ich bin Wilhelmsburger, und die erste Reaktion ist, ah geil, das ist doch da, wo die Towers, wo die Profimannschaft spielt, also ein positives Feedback kriegen, aufgrund ihrer Herkunft sozusagen. Und das war so ein bisschen die Idee, Profisport herzukriegen, aus der Blumenhalle eine Sporthalle zu machen, um eine Bundesligamannschaft hier spielen zu lassen. Das war von Anfang an die Idee, und das hat zum Glück auch in der Politik und bei den Verantwortlichen bei der IGS sehr viel Zustimmung sind wir da gestoßen und Unterstützung. Und so ist es passiert, dass wir also nicht einfach nur die Halle da reingebaut haben, sondern dass in der Planung ist praktisch als Basketballhalle geplant wurde, die Halle. Dann aber alle Anschlüsse und alles schon gelegt worden, dann aber einfach Erde drüber und Blumen reingestellt sozusagen für ein Dreivierteljahr. Danach die Blumen wieder raus und die Halle wurde weitergebaut zur Basketball- oder jetzt mittlerweile ja schon Event-Arena. Ja, so ist es geschehen, dass die Heimat der Towers, die es damals noch nicht gab, aber die Heimat entstehen konnte für eine Bundesligamannschaft. Denn die Halle ist so konzipiert, dass wir theoretisch auch Bundesliga spielen könnten, erste Liga. Also von der Zuschauerkapazitäten gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die Liga, die du erfüllen musst. Das war uns damals schon klar. Das müssen wir jetzt schon erfüllen, damit wir, wenn wir mal es schaffen sportlich, was wir noch nicht haben leider, aber das nicht daran dann scheitern, dass wir alles aufgebaut haben und dann keine Halle haben, weil wir irgendwie uns 500 Sitzplätze fehlen oder solches. Also das war alles schon mit bedacht damals, dass wir das gerne hinkriegen wollen, und sind natürlich sehr glücklich, dass die Geschichte jetzt auch in den letzten Jahren in diese Richtung weiter ja, sich entwickelt hat. Ja, die Halle hat ja Geschichte geschrieben. Das erste Futsal-Länderspiel hat da stattgefunden. Mhm. Und habt ihr mit dem Erfolg gerechnet? Gleich im ersten Jahr war ja also schon eine sagenhafte Stimmung in der Halle, und ihr seid gleich in den Playoffs gelandet. Nein, natürlich nicht, weil es ein zweiter Aspekt praktisch dazu kam. Es gab ja die Entstehung der Towers praktisch, und dass dort Pro-A-Spiele, also Zweitligaspiele, Basketball, die für sich eine ganz tolle Atmosphäre und Stimmung und Energie und eine Marke geworden sind und ein Event geworden sind. Es gab aber auch die Events, die in der Halle stattgefunden haben. Wir sind natürlich sehr glücklich, wir hatten eine Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft in der Halle bei uns. Wir haben eine Boxveranstaltung bei uns gehabt, wo sich Menschen für die Olympischen Spiele qualifiziert haben. Hamburger Jungs haben sich bei uns in der Halle dafür qualifiziert, nach Brasilien zu fliegen und bei einer Olympiade teilzunehmen. Das Länderspiel, das Futsal-Länderspiel, es gab sehr, sehr viele Veranstaltungen, auch unsere Mitbewohner, die BG Baskets, die Rollstuhlbasketball, erste Bundesliga spielen. Es sind ganz, ganz viele tolle Sachen dann in dieser Halle entstanden. Und die Halle ist ein Ort, wo einfach sehr, sehr gute Stimmung aufkommen kann für Sportevents und auch für andere Veranstaltungen. Auch Musikveranstaltungen und Filmveranstaltungen sind bei uns. Da sind die Leute auch immer sehr, sehr glücklich danach und sagen, das ist ein toller Ort. Und auch die Anbindung ist natürlich etwas, was auch mit geplant war. Aber dass alles doch so zusammenkommt, das könnte man jetzt nicht sagen, ja, das war ja alles geplant, das wollten wir, haben uns alles genauso vorgestellt, sondern das ist wirklich sehr, 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 sehr gut gelaufen und sind wir auch sehr, sehr glücklich drüber. Es war auch eine Menge Arbeit für vielen. Wir sind sehr, sehr schnell gewachsen, aus dem ein bisschen was mit Jugendlichen machen, ist auf einmal Hallen betreiben und Profisport und Filmveranstaltungen und WMs organisieren, also nicht organisieren, aber Gastgeber sein dafür, dass das ist schon alles auch ein Prozess, ein intensiver die ganze Zeit, aber wir sind natürlich sehr, sehr glücklich und stolz drauf, dass das so läuft, und wirklich Plan hätte das natürlich keiner können. Und vielleicht noch zu den Towerspielen, die Atmosphäre, die bei den Hamburg Towers in der Halle sind, also wir werden oft gesagt, ja, ist das so toll bei euch, und ich sage mal, ja, wir können ja nur bedingt was dafür, das sind ja die Menschen, die anscheinend
Lust genau darauf haben und feiern, wenn sie bei uns in die Halle kommen. Und gerade bei den Ergebnissen, da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, vom letzten Jahr, die ja sportlich nicht so rosig waren, dass die im ersten Jahr gefeiert haben, als wir in den Playoffs kamen, das war ja in Anführungszeichen klar, aber dass, wenn auch mal die Saison nicht so gut läuft, die Halle voll ist und eine Bombenstimmung in der Halle ist, das ist absolut nicht normal und auch auf gar keinen Fall erwartet gewesen. Ja, die letzte Saison war ja etwas enttäuschend. Nach irgendwie gutem Start waren dann irgendwie 10 Spiele, die nicht so gelaufen sind. Einen Sieg, glaube ich. Und das war wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig für euch, die Trennung vom Trainer Atabashi. Ja. Er hatte das ja alles mit aufgebaut, da ist bestimmt auch was zusammengewachsen und die Entscheidung war bestimmt nicht so leicht. Nee, das war nicht so leicht. Muss aber sagen, es ist einfach natürlich, es ist ein Verein und es ist Sport und es ist alles sehr familiär bei uns, glaube ich, und freundschaftlich und alle Menschen, die hier, glaube ich, arbeiten, so sag es mir auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, ob das so, aber ich glaube schon, dass das auch ernst gemeint ist, gerne hier und das schließt die Spieler und die Trainer ein, aber es ist natürlich auch ein Geschäft, es ist ein Business, Profisport ist ein Business und die ersten beiden Saisons liefen sehr, sehr gut, wir haben beides Mal die Playoffs erreicht. Und dann kamen zwei Saisons, wo wir es nicht geschafft haben. Sogar in der zweiten oder vierten Saison dann, letzten Jahr, eine Phase, wo wir genau 8 Spiele, die von den ersten 10 2 verloren haben, dann aber 10 gespielt haben und nur 1 gewonnen haben, was im Profisport schon echt ein Problem darstellt. Und auch manchmal Mechanismen dann greifen und Situationen entstehen, dass in der Mannschaft, wir haben ja vorhin über Teamfähigkeit gesprochen, auch Probleme entstehen. Und gerade im Profisport ist es dann manchmal Teil des Ganzen, dass man Person auswechselt, dass man sagt, okay, wir brauchen hier einen neuen Ansatz, wir brauchen eine neue Situation. Das kann man vernünftig und freundschaftlich, so wie es bei uns gelaufen ist, und auch mit klarem Wissen und Verständnis auf beiden Seiten kriegen. Oder man kann SMS schreiben, du bist gekündigt, wie es natürlich auch manchmal passiert. Ja, ganz genau, per SMS Schluss machen. Nein, das war uns den Umständen entsprechend, glaube ich, es war einfach eine Situation, wo wir alle nicht mehr rauskamen und auch der Trainer gesehen hat, so, es geht nicht so weiter, so, es muss was passieren. Aber trotzdem war es eine schwierige, ganz, ganz schwierige Situation, weil wir aus dem Anführungszeichen nichts entstanden sind, der Trainer vom ersten Sekunde hier war und dann hat es ja noch schwieriger gemacht, sozusagen, ja, jetzt müssen wir einen anderen Trainer, ist ja nicht einfach so, ja, jetzt nehmen wir einen anderen, aber ja, ist ja, Hamid ist auf Lebenszeit mit diesem Verein wird er verbunden sein und hat Riesiges geleistet, aus dem Nichts erstmal etwas aufzubauen. Die Marke, das, was wir haben, die Art und Weise, wie wir wahrgenommen wurden, da hat ja einen großen Anteil dran, wie es ist. Wenn es ein anderer Ding gibt, wären wir ganz anders. Das haben wir ihn sehr, sehr hoch angerechnet, rechnen wir immer noch sehr hoch an und haben auch ein gutes Verhältnis immer noch. Aber im Profigeschäft entstehen dann auch Erwartungen. Das ist für mich dann auch immer komisch, wenn Leute sagen, oh, ja, das war ja nicht so gut. So, ich denke immer so, naja, okay, also, was sind eure Erwartungen? So, ne? Was ist jetzt so, dass nur weil wir angefangen haben und jemand schreit, wir wollen in die erste Bundesliga, dass es dann selbstverständlich ist, dass es passiert und man einfach jedes Spiel gewinnt, so, dass es die Realität mit dem Geld, was wir investieren können, sind wir nicht super schlecht gewesen in den letzten 4 Jahren, da haben wir vernünftig gut performt. Und wenn man mehr will, dann muss halt mehr investiert werden auch. Es ist ja nicht, das hängt ja alles zusammen, das ist ein Spagat auf jeden Fall. Das Ganze auch die Verbundenheit zum Stadtteil und so wahren will. Ich meine, wenn man Erfolg haben will, kann man sich einen Scheich suchen und der kauft dann alles zusammen, aber es garantiert ja nicht unbedingt Erfolg. Was denkst du, was es ausmacht, wenn man sagt, die Chemie stimmt, also die Chemie einer Mannschaft stimmt? Ist das der Trainer das bindende Glied oder ist es so von der Zusammenstellung her, dass die Positionen ideal besetzt sind oder Glück? Glück ist auf jeden Fall ein Faktor. Dann alle können spielen in einer Liga. So, man spielt ja nicht gegen irgendwelche Idioten und die sich alle hinlegen und sagen, ja, nimm mal die Punkte mit, sondern die wehren sich ja und die sind auch gut. Ich glaube, das ist klar, natürlich einmal ein auf dem Sport, also im Basketball, spezifisches, taktisches. Du musst bestimmte Spieler Fähigkeiten zusammenbringen. Ne? Also du brauchst nicht nur irgendwie 10 Leute, die nur Dreier werfen und tollen Scorer sind, dann hast du halt keine Rebounds, hast keine Defense. Also du musst erstmal Basketball taktisch und basketballtechnisch eine Mannschaft zusammenstellen. Aber es ist ja in der Menschen. Deswegen ist der Faktor Charakter natürlich auch. Was für Charaktere sind in einer Mannschaft? Du brauchst Anführer, du brauchst Leute, die brauchst ein paar Häuptlinge und brauchst ein paar Indianer. So, ne? Man sagt das dann immer so, ne? Es können nicht alles nur Häuptlinge sein. Das funktioniert auch nicht. Es funktioniert aber auch nicht, wenn alle
sagen, ah, nee, lass mal jemand anders irgendwie vorangehen. Ich folge nur. Also Charaktere sind da sehr, sehr wichtig. Mannschaftssport im Profibereich ist halt wirklich ein Spagat, weil du dein individuelles eigenes Ziel ja verfolgst. Du möchtest ja den nächsten, du möchtest zu Barcelona und in die NBA und alleine, du möchtest natürlich weiterkommen. Du musst deine Fähigkeit aber an eine Gruppe, in ein Team einbringen. Und manchmal musst du auch akzeptieren, naja, da ist jetzt mein Mitspieler oder meine Mitspielerin so, die muss jetzt den letzten Wurf nehmen. Ich will die auch gerne nehmen, weil ich möchte auch der Held sein, aber ich weiß, dass in dem Bereich sie vielleicht ein bisschen besser ist, dann muss ich auch den Charakter haben zu akzeptieren, der Teamerfolg, dass wir gewinnen, ist wichtiger, als dass mein individueller Erfolg da ist. Man darf sie aber auch nicht unterordnen, das ist ein sehr großer Spagat für Profisportler im Mannschaftsbereich, sich in einer Mannschaft einzubringen. Und das ist, denke ich, dann die Chemie, wenn man es schafft, die richtigen Charaktere, die richtigen Spielertypen zusammenzubekommen, dass einfach eine positive, zielgerichtete Energie in eine Richtung ist. Und wenn man dann noch einen Trainer hat, der diese Richtung vorgibt und die Spieler auch akzeptieren, dass er es vorgibt und man einer Sache folgt, dann hat man die richtige Chemie und auch sicherlich Erfolg und Spaß, durch Verfolg dann auch Spaß. Aber es sind schon viele Mannschaften auch aufgestiegen und erfolgreich gewesen, die gesagt haben, es ist so schlimme Atmosphäre hier, aber wir sind einfach so gut, wir haben so gute individuelle Spieler, wir sind aber besser als die anderen, auch wenn wir uns alle nicht ausstehen können so, und wir sind professionell genug, dass wir 40 Minuten auszublenden und unser Ziel, das Spiel zu gewinnen, erreichen. Also es gibt nicht einen Weg und Glück ist definitiv auch ein Faktor, oder auch Pech, ne, der nun mal mit ein. Gerade Verletzungspech ist eine Sache, das kannst du nicht beeinflussen, die ein Ergebnis schon sehr, sehr, sehr verändern können. Ja. Jetzt glaube ich, sehr gute Spieler geholt, sehr gezielt. Hat Mike Taylor da auch die Verbindung zum amerikanischen Markt geöffnet oder war das vorher schon da? Also wir hatten die Jahre davor auch sehr gute Spieler. Es ist so ein bisschen, das stört mich nur manchmal, wenn ich so auch wie jetzt, läuft ja so gut und super und endlich, so jetzt habt ihr... aber letztes Jahr hatten wir auch so und da war auch gut. Es hatten wir dann haben wir ein paar Spiele halt knapp verloren. Wenn wir 3-4 von den 10, die ich vorhin gesagt habe, wo wir nicht gewonnen hätten, 3-4 gewonnen hätten, das wären 3-4 Körbe mehr gewesen, die wir hätten machen müssen, dann würdest du jetzt sagen, alles toll. Also es ist sehr, sehr, sehr enger sehr, sehr schnell. Das merkt man ja auch in Sportübertragung. Manchmal am Anfang der Reporter ist, alles super. Und dann verlieren sie am Schluss, da hat ja gar keine Ahnung, der Trainer. Also es geht sehr, sehr schnell. Kann innerhalb von einem Spiel schon sich ändern, ob jemand Ahnung hat oder nicht. Das muss man auch ausblenden in der Position, in der wir hier sind. Ich weiß gar nicht. Es ist schon so, dass Mike Taylor eine andere Art Trainer ist, als Hamid es war. Andere Qualitäten auch. Er hat definitiv mehr Erfahrung, das gibt es auch keine zwei Meinungen drüber. In diesem Jahr war es ein bisschen schwierig im Sommer, weil durch seine Aufgaben, die er für die polnische Nationalmannschaft noch hat, als die Saison bei uns zu Ende ging, schon um Entscheidungen geht, wer bleibt. Und da hat er sich schon sehr auf mein und Benka Baloschki, der Assistenztrainer, der ja letztes Jahr auch übernommen hat am Ende der Saison, auf unsere Entscheidung und unser Wort verlassen, dass wir sagen, die und die Spieler sind aus unserer Meinung auch die Spieler, gerade die deutschen Spieler, die wir gerne halten wollen oder die wir dazu bekommen wollen. Dadurch, dass die amerikanischen Spieler oder Importspieler in der Regel nach den Deutschen verpflichtet werden, also es ist immer eigentlich die Reihenfolge, dass du erst die Deutschen, dann die Importspieler verpflichtest, war es zu einem späteren Zeitpunkt, wo er auch mehr Einfluss haben konnte und natürlich durch seine natürlich jahrelange Erfahrung und Kontakte uns natürlich ganz andere Zugänge wieder zu Agenten, zu Spielern ermöglicht hat. Wir hatten in den letzten Jahren, glaube ich, sehr, sehr gute Importspieler hier im Spiel gehabt. Auch dieses Jahr haben wir welche, die extrem gut sind. Wir sind super happy mit der Auswahl, die wir getroffen haben. Was besonders interessant ist, dass er durch seine Arbeit in der G-League und durch seine Arbeit in Amerika auch mehr über die Charaktere wusste. Ob jemand werfen kann oder nicht, das können wir sehen, das können alle sehen, das steht auf dem Papier. Also, aber was das für ein Typ ist, da konnte er bei Drew und bei Bo, die jetzt bei uns spielen, also persönlich, da wusste er persönlich, dass das Jungs sind, die bei denen es sich lohnt und wo es richtig wäre. Und das ist natürlich eine große Qualität, auch die dazugekommen ist. Das haben wir natürlich schon gehofft, dass wir, wenn wir einen neuen Trainer verpflichten, dass der uns auch weiterbringt und nicht jemand ist, den wir es auf ein bestimmtes Niveau bringen, sondern dass jemand kommt, der eigentlich von einem höheren Niveau kommt und uns hilft, uns hochzieht ein Stück. Und das passiert ganz, ganz, ganz klar durch Mike Taylor auf jeden Fall.
Er ist ja auch schon aufgestiegen mit Ulm, glaube ich. Mhm. Und ist aufgestiegen. Bundesliga-Erfahrung, wie auch zwei Spieler, die noch gekommen sind, Sasai und Malik Müller, haben Bundesliga-Erfahrung. Natürlich, wenn die Richtung soll ja schon Richtung Bundesliga gehen, aber natürlich kann man nicht sagen, die Saison damit beginnen, dass man sagt, ja, wir steigen auf, sondern ihr wollt unter die besten vier kommen, das heißt in den Playoffs die zweite Runde möglichst erreichen. Genau. Das wäre das Beste, was ihr bisher so... Danke. Du weißt, du alles, ich wollte aufsteigen, ich wollte unbedingt. Ja, es ist wirklich schwierig. Ich habe noch niemals gesagt, wir müssen unbedingt aufsteigen und das Aufstieg ist absolut und sonst nichts. Das gab es noch nie. Aber wir werden wahrgenommen, auch, ich glaube, es hat natürlich auch mit Hamburg, auch mit den Familien und der Situation zu tun, dass auch Aussagen der Spieler über die Jahre natürlich, die hat sich gesagt, ja klar will ich aufsteigen, Spieler, ich will jedes Spiel gewinnen, ich will aufsteigen grundsätzlich. Aber dass man, dass es dann doch in den letzten Jahren immer so war, als wenn von uns kommt, so, ja, es muss unbedingt passieren. Und natürlich wollen wir aufsteigen, ich will ja auch aufsteigen, ist ja klar, sehr gerne. Die ersten drei Jahre war eine Situation, dass wir gesagt haben, ja klar, wenn wir gerne aufsteigen, aber wir können es noch gar nicht. Also von Infrastruktur, vom Backoffice, von dem Event, das wir machen, das war, wir mussten das erstmal alles lernen und waren so, ey, lass uns erstmal das hier gut hinkriegen, bevor wir über irgendwie den nächsten Schritt nachdenken. Aber seit letztem Jahr, seit zwei Jahren, sind wir da auch selbstbewusst und sagen, nee, die Infrastruktur haben wir. Wir wissen und können ein Eventspiel auch in der ersten Liga stattfinden lassen. Wir müssen einen Partner dazu bekommen und wir müssen Spiele gewinnen. Das sind die beiden Sachen, die wir machen müssen, um aufzusteigen. Und das wollen wir gerne. Wenn wir jedes Spiel die Saison gewinnen, dann bin ich nicht unglücklich. So, dann bin ich sehr, sehr glücklich und dann werden wir aufgestiegen. Aber man muss auch ein bisschen realistisch bleiben und gucken, was ist denn in der Liga sonst so los? Was sind denn andere für Mannschaften? Die investieren auch alle, die haben auch alle gute Leute. Ist es realistisch, eine Erwartungshaltung rauszuhauen? Und ganz klares Ziel ist, genau, besser zu sein, als wir bis jetzt gewesen sind. Und wir haben es geschafft, in die erste Runde zu kommen in den Playoffs. Und so wie das System nun mal ist, wenn du in die zweite Runde kommst, spielst du schon unter den letzten vier und die letzten zwei steigen auf. Also wenn du in der nächsten Runde dann gewinnst, bist du aufgestiegen. Also na klar ist das ein Ziel, das wir gerne erreichen wollen, aber erstmal ist für uns das Ziel, uns in diese Position zu bringen. Uns in die Position zu bringen, darum zu spielen. Ja, also den nächsten Schritt zu machen, eine Entwicklung weiter voranzutreiben und nicht, wie halt im letzten Jahr, sportlichen Rückschritt zu machen, wo wir nicht mal die Playoffs erreicht haben, was natürlich unzufriedenstellend war. Ihr konntet trotzdem Spieler wie Kubacevic und Raffington halten. Mhm. Als Raffington letzte Saison ausgefallen ist, da ging, glaube ich, die Niederlagenserie auch los, ne? Mit Kreuzbandrissen. Ist das Polster gut genug, wenn so ein entscheidender Spieler ausfällt, dass das nicht so ins Gewicht fällt? Ja, man ist immer nur eine Frage Qualität und Quantität, so ein bisschen bei Spielern, das ist jetzt ein bisschen Menschen immer noch, aber wenn du jetzt guckst, einfach nur die Nummer und der Spieler und die Position, dann kannst du natürlich versuchen, dich so aufzustellen, dass du sagst, ich will, wie man im Fußball sagt, dann jede Position doppelt besetzen mit einem Weltklasse-Spieler, so, ja. Das musst du aber auch erstmal bezahlen, das hinzukriegen. Ne? Bei uns ist ein weiterer Faktor, dass uns diese Jugendarbeit sehr, sehr wichtig ist. Wir wollen auf jeden Fall unsere jugendlichen Spieler entwickeln. Wir wollen, dass die sehen, dass eine realistische Möglichkeit für sie ist, dieses Ziel zu erreichen, in der Pro A zu spielen. Also es kommen verschiedene Faktoren, die bei so einer Kaderzusammenstellung mitspielen. Im letzten Jahr hatten wir einen sehr, sehr breiten Kader, also viele Spieler, so dass theoretisch die Verletzung hätte kompensiert werden können, die passiert ist oder die passiert sind. Es waren aber andere Faktoren, zwischenmenschlich, Stimmung, die Situation mit dem Trainer, die dazu geführt haben, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben. In diesem Sommer haben wir gesagt, wir wollen vielleicht ein bisschen weniger Quantität und dann ein bisschen mehr Qualität. Ja? Also in die Spieler investieren, in den Kader investieren, was natürlich ein Risiko birgt, wenn Verletzungen kommen natürlich. Ja? Das ist ganz klar, dass das große Risiko ist. Aber wir glauben, dass wir eine gute Mannschaft zusammengestellt haben und dass wir auf auch Rückschläge, auch Verletzungsrückschläge reagieren könnten, wenn sie dann passieren würden. Das will ich hoffen. Aber schon, es ist schon eine Tendenz, ein bisschen mehr lieber Qualität als Quantität, was auch nach hinten losgehen kann in einer Playoff-Serie. Also am Ende der Saison im Basketball gibt es ja eine Playoff-Serie danach, wo es sehr viele Spiele im kurzen Zeitraum gibt, wo, wenn dann etwas passiert und du einfach nicht tief genug bist, du natürlich auch dadurch ein Problem kriegen kannst. Ne? Also das ist halt die Aufgabe, da den richtigen Mittelweg zu finden. Und ja, wir glauben, wir sind ganz gut aufgestellt dieses Jahr. Morgen geht es gegen Tübingen, Ex-Bundesligist, lange in der Bundesliga gehalten, wird schon ziemlich, wie jedes Spiel eigentlich, also alle Spiele, also sind ja gut, aber das ist, glaube ich, schon was Besonderes dann. Ne?
Ja, natürlich. Das ist, der Spielplan, ich finde ihn ganz gut. Also, wir entscheiden ja nicht, wie der Spielplan ist. Das ist ja wird ja ausgelost, das wird ja von der Liga gemacht. Aber wir haben da, glaube ich, Glück gehabt. Ich glaube, dass es sehr dankbar war, im ersten Spiel gegen Baunach zu spielen, in der Situation, in der die gerade sind, wo wirklich sehr viele junge Spieler hier waren und wir sehr deutlich gewinnen konnten. Das wird bei denen, das ist auch ein Farmteam von Bamberg, nicht so bleiben. Die werden sich sehr, sehr schnell sehr, sehr entwickeln und es wird sehr, sehr hart werden, das Rückspiel gegen die zu gewinnen, weil das merken die sich auch, dass sie so hoch verloren haben. Und die werden einfach auch besser. Die werden sehr, sehr schnell besser werden. Das Auswärtsspiel letzte Woche in Karlsruhe, in dem wir auch großen Rückstand hatten gegen eine starke, wir waren im Halbfinale letztes Jahr in Karlsruhe, dass wir da gewinnen konnten, war sehr wichtig für uns auf jeden Fall. Das war ein guter Gradmesser da schon. Auch, dass wir nicht so gut gespielt haben und es doch geschafft haben, uns zusammenzureißen, den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Und jetzt, da wo der Absteiger kommt, ist eine super Situation. Du hast nichts zu verlieren, hast nur was zu gewinnen am Ende des Tages. Ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr schön wäre, wenn wir gewinnen könnten und wir auch selbstbewusst sind, dass wir das können und man eine Menge Selbstbewusstsein mitnehmen kann. Aber wenn du gegen Absteiger verlierst, ist es auch niemand, reißt dir den Kopf ab. Das ist eine Sache, die so ein bisschen den Druck vielleicht wegnimmt, der natürlich dann größer wird in den Wochen danach, aber das willst du ja auch. Das ist ja so, eine Saison ist immer so ein bisschen Achterbahnfahrt. Ne? Wenn du gewinnst, ja, wir steigen auf. Wenn du verlierst ein Spiel, oh Gott, wir sind so schlecht, wir steigen ab. Und man muss versuchen, konstant zu bleiben und sich dadurch nicht so viel irritieren zu lassen und fokussiert an den Sachen, die man gut macht, arbeiten und die Sachen, die man nicht so gut macht, versucht zu verbessern. Aber ich glaube schon, dass das jetzt so ein guter Gradmesser ist für uns auf jeden Fall und für die Fans und für alle drum natürlich eine ganz tolle Sache ist. Die Halle wird sicherlich sehr, sehr voll sein mit begeisterten Hamburger Basketballfans, die da natürlich auch uns gegen diesen Absteiger, ne, nach vorne peitschen wollen, dass wir es einfach gewinnen können für unser Ego. Ne? Ja, also ich denke, ich drücke die Daumen. Vielen Dank. Danke euch. Ja. Spaß gemacht. Ja. Und euch auch alles Gute. Danke.